Servus Leute, euer Schraubsel hier. Herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo mit dem Kanalvorstellungsrahmen. Das muss ich auch noch machen. Aber es gibt was Trauriges, und zwar werde ich die nächsten paar Wochen keine Let's Plays aufnehmen können, denn ich kann nicht zocken. Ich habe mir die Mittelhand gebrochen, die rechte. Sie wurde mir gebrochen von der tollen Stadtpolizei hier, die sie nicht im Griff haben kann und die lieber auf Leute losgeht, die andere Leute beschützen wollen, anstatt auf die Leute angreifen. Aber hey, bitteschön, ist halt eben so. Dumme Schweine. Ja, und jetzt kann ich eben nicht aufnehmen. Das heißt, ich muss mir das, oder ich kann schon aufnehmen, aber halt nicht zocken, weil halt mal so ein Controller funktioniert nicht so unbedingt, ne? Also muss ich mir das einfallen lassen. Ich muss jetzt auch diese Muskelshirts tragen, wenn ich anders nicht mit dem Ding hier durch den Ärmel durchkomme. T-Shirt geht gerade noch so, aber Pulli kannst du vergessen. Braucht man jetzt zum Glück nicht aktuell bei der Hitze, aber ja, ist alles ziemlich scheiße. Ich werde mir überlegen, was ich als Ersatz machen kann. Vielleicht ein paar Reactions auf irgendwas, dann kommen vielleicht nur noch ein-, zweimal die Woche Videos, bis das wieder gerichtet ist, bis das wieder gefixt ist. Aber das kann jetzt, wenn es ganz blöd läuft, ich muss jetzt gucken, was am Dienstag beim nächsten Röntgen rauskommt. Wenn sich da der Knochen noch weiter verkürzt, dann muss ja operiert werden. Da bekomme ich eine Metallplatte rein. Ist halt auch, ich kann es euch ein bisschen zeigen, es ist hier genau in der Mitte. Vom Mittelfinger aus und dann ein Stück runter. Das ist richtig schön einmal so quer durch. Ja. Aber es sah ganz gut aus, wenn ich ihn weiterhin so schön ruhig halte, wie ich es aktuell mache. Gut, der Finger zuckt ab und zu mal, weil der Nerv sich sagt, ey, da muss was passieren. Es ist dann sehr unangenehm, aber größtenteils ist die Hand wirklich ruhig und dann denke ich mal, habe ich Glück und muss nicht operiert werden. Und dann kann ich das mit dem Ding hier machen. Und dann dauert es aber trotzdem wahrscheinlich so eine, wird mal schätzen, 4 bis 6 Wochen, bis ich ohne das Ding wieder arbeiten kann. Kotzt mich alles extrem an, vor allem wird das zeittechnisch schon alles extrem scheiße. Und ich muss mir mal überlegen, wir haben Xenoblade 3 und Fire Emblem auf dem Kanal aktuell laufen. Das heißt, wenn die beiden dann weitergehen, werden die nicht fertig sein vor Oktober. Never ever. Das bedeutet, wir werden in Probleme rennen mit Mario und Rabbids Sparks of Hope. Und dann wollte ich auch noch Gotham Knights bringen. Bio 3 und SD Gundam Battle Alliance habe ich schon gecancelt. Das wird nichts. Das haut nicht hin, das wird zu eng. Tut mir leid. Die werden also erstmal nicht kommen bei mir. SD Gundam ist noch ziemlich langweilig, muss ich sagen. Ich glaube, das werde ich gar nicht in Erwägung ziehen, das zu bringen. Und Bayonetta 3, ja, nächstes Jahr dann irgendwann. Das hilft nichts. Ich kann es ja jetzt nicht ändern. Und Mario und Rabbids Sparks of Hope wird sich dann wahrscheinlich mit Fire Emblem abwechseln müssen. Es wird nicht anders gehen. Das ist jetzt erstmal so die Aussicht auf die Zukunft. Wie gesagt, ich gucke, was ich sonst machen kann, dass ihr zumindest ein-, zweimal die Woche Videos habt. Die Kanalvorstellung mache ich auch noch zwischendurch, dazu brauche ich ja keine Hände. Das ist ja nicht so schlimm. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, finde ich den Rahmen ganz cool. Können wir eigentlich immer so für Infovideos benutzen, oder? Hat doch was. Finde ich zumindest. Ja. Dann noch irgendwann eine schärfere Kamera kaufen. Nein, die geht eigentlich auch so. Es passt schon. Die ist eigentlich nur gedacht, um in der Ecke irgendwo zu sein. Was habe ich denn hier eigentlich? Erst vom Kuchen noch vorhin zum Frühstücken. Ungünstig. Egal. Kommt auch vor. Wie gesagt, das ist alles sehr spontan jetzt gerade und ich musste ja ein Video machen. Ich kann euch ja nicht im Unklaren lassen. Ne? In dem Sinne, wenn ihr mich jetzt weiterhin abonniert oder wenn ihr mich abonniert, verstehe ich alles, weil der Content, den ihr gewohnt seid, der kommt jetzt erstmal nicht. Das ist mir klar. Aber ich freue mich über jeden, der da bleibt und wir hören und sehen uns dann bei was auch immer mir einfällt als Ersatz erstmal. In diesem Sinne, tut mir leid und hoffen wir mal, dass es so weitergehen kann und nicht operiert werden muss. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und ja, was heißt, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst gerne noch oben ein Abo, das würde mich sehr freuen, sonst macht's nicht gut, macht's besser. Und wie gesagt, wirklich besser. Euer Schraubsel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.